Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dream Lab. Wir will nach Minga. Viel zu teuer da, ja, das stimmt. Eine Freundin von mir wohnt da. So, machen wir weiter. Das Vergessen wird von einem Wesen verursacht. Das Vergessen ist so echt wie du und ich. Das Vergessen ist immer noch hier und verflucht das Dorf. Warum würde jemand sowas tun? Wer weiß, für einige natürlich nicht, für mich reicht das schon, Ärger zu verursachen. Wenn wir das Vergessen aufhalten wollen, musst du die Säulen reparieren. Sie sind das Einzige, was den Dorf vor den Flüchen des Vergessens schützen kann. Geh jetzt und erzähl es jedem, der es wissen muss, aber sei vorsichtig, man weiß nie, wer zuhört. Ha. Okay, dann müssen wir mal zu Merlin. Wow, ich glaube, wir haben einen neuen Temperaturrekord. Nee, 26,3. Also die okay Temperatur. So, wir suchen Merlin. Ach, rennt am Hauptplatz rum. Kann er gerne tun. Hast du Rocket League auf deinem PC? Ich kann es mir jederzeit runterladen, rein theoretisch. Dauert halt ein bisschen. Ich habe Epic, also ich habe alles. Ich habe letztes Mal nachgeschaut, ich habe 600 Spiele auf Epic. Weil ich jede Woche diese Gratis-Spiele einsammle. Leila, du hast die Kugel der Macht an ihren rechtmäßigen Platz zurückgebracht. Gut gemacht, du hast dann fabelhafte Dinge für dieses Dorf getan, meine Freundin. Allerdings ist jetzt wohl auch die Meerhexe frei. Das ist eine eher unglückliche Folge von, Name ist Ursula. Wie ich sehe, habt ihr euch schnell angefreundet, aber sei vorsichtig, Leila. Ursula würde alles tun, um mehr Macht zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass sie Stärke in dir sieht. Cool, schließe Freundschaften. So, was kann ich tun? Oh, mit Ursula neu auf, Kapi. Was wird zu Ursula? Dann suchen wir noch kurz nach den Topassen. Dann suchen wir... Wir angeln das erste Mal. Dann suchen wir kurz Topassen und dann gehen wir zu Ursula. Ach man, ich wollte gerne wieder mit jemandem Rocket zocken. Mit mir ist keine gute Wahl. Ich bin darin nicht besser geworden. Ich habe doch damals schon so verkackt darin. Es ist nicht besser geworden, eindeutig nicht. So. Oh. Jetzt soll es draußen hell werden, oder? Wann war das letzte Mal 4? Topaz. Nehme ich. Mal das auch schnell. Mit dem Notfall Tomatoes. Ist mir egal, ich bin wieder Trainer. Wie Fortnite. Wollte ich letztes Mal Fortnite spielen, weil ich voll wütend war. Dann musste ich das einfach updaten und es hat ewig gedauert und dann war ich noch wütend und habe kein Fortnite gespielt. Da muss ich das herstellen. Ich habe irgendwie voll den sportlichen Look. So. Benutzen. Benutzen. Fortnite hatte ich mal. Du warst mal Fortnite-Trainer. Ich wollte nur mal dran erinnern. So, dann gießen wir die Mini-Boutique. In Daisys Haus und haben wir eine Boutique, wie geil. Dann gehen wir mal unten. So. Wir gießen mal. So, aufheben. Wo stellen wir die jetzt hin? Am besten oben. Also mich trifft dann eher Rocket Hackentail an. Wir schauen mal, was wir machen. Irgendwann spielen wir mal wieder was zusammen. Stellen wir es so oben hin, weil das sind eh schon so Geschäfte. Das
Betty ist zu klein, eindeutig. Wir müssen das Betty erhöhen, also vergrößern. Dann gehen wir da mal rein. Ich hoffe, das ist sehr klar. Okay, und hier kann man jetzt Outfits designen. Oh, sie sind noch schöner, als ich sie in Erinnerung hatte. Und bald wird die Kreation noch besser sein. Willkommen in der Boutique, Layla. Hier kannst du deine selber entworfene Kleidung und Möbel ausstellen und sie den Besuchern aus anderen Tälern teilen. Wow. Geil, das hört sich an wie Style-Boutique. Ist das nicht großartig? Ist es eine tolle Möglichkeit, die Kreativität freien Lauf zu lassen. Hier ist mal eine Runde Rocket Soccer. Bin auch da. Okay, viel Spaß. Wenn ich wirklich meine Kreation ausstellen will, wo soll ich anfangen? Oh, das ist ein Kinderspiel. Stelle eine deiner Kreationen einfach an einer Schaufensterpuppe oder auf einem Möbelpodest aus, dass wir das alles sehen können. Danach kommst du zurück und sprichst mit mir. Wir sprechen dann über die nächsten Schritte. Ich hab's verstanden, wie das funktioniert. Interagieren. Stelle Kreation online. Wir arbeiten. Das ist doch ein cooles Outfit. Also die hier soll ich bearbeiten praktisch. Also ich soll was Schönes Neues entwerfen. Anpassen. Okay. Was machen wir? Wir machen am besten hier ein schlichtes Tanktop. Herstellen. Okay. Ja, ich weiß schon, wie ich Sachen wahrscheinlich designe. Wow, ich sehe gerade aus wie so ein Model. Als erstes Mal, wir machen das ganze Ding. Ich mache das, glaube ich, mal mit der Maus. Ich glaube, das ist chilliger. In Schwarz. Und auf das Schwarz kommt jetzt irgendwas Cooles drauf. Hier vorne einfach. Einfach so richtig basic. Einfach richtig basic. Also wenn der an den Seiten noch so ein bisschen zerfetzt ist, das finde ich, glaube ich, auch cool. Ja, das sieht gut aus. Jetzt wisst ihr voll mein Style. War das Symbol oder nee? Ich brauche nur mal so ein zerfetztes Ding, dass das halt parallel ist hier. Ja, das sieht schon mal gut aus. Am Rücken vielleicht auch noch mal irgendwas. Obwohl der Rücken kann auch einfach schwarz bleiben. Obwohl, wenn man oben aufreißt. So. Perfekt. Kann ich das jetzt so nehmen? Speichern und beenden. So, jetzt habe ich übelst das krasse Top errichtet. Ah, ich hab's auch an. Ja, bestätigen. Zieh das Outfit an. Hier zieh mein cooles Top an.
Es sieht doch echt cool aus. Es ist keine Ahnung, wenn ich sowas im Laden sehe. Ich würde das kaufen tatsächlich. Das ist der Hammer, Layla. Ich finde es einfach toll. Hattest du Spaß beim Entwerfen? Ja, eine Menge tatsächlich. Das sieht man wirklich, glaube ich dir. Ich habe ja deine Augen für guten Geschmack. Und meine Expertin-Augen gefällt, was sie sehen. Weißt du, du könntest noch mehr Spaß mit etwas anderem haben, das wir in der Boutique gemacht haben. Es ist ein Mini-Herausforderungsspiel, das wir früher gespielt haben. Die Idee, dass man ein Tabelaus erstellt. Tabelaus, kannst du mir das erklären? Stell dir vor, dass du gestaltest ein Zimmer mit ein paar Möbeln und einem perfekten Outfit für die Person, die darin wohnt. Dann zeigst du das Ergebnis der Welt, damit jeder deine Kreativität. Oh, Alter. Mich juckt dieses Online-Zeug nicht. Zieh dir mal an, die erste Thema an, das ich vorgeschlagen habe, und schau dann die Herausforderungsbereiche an. Das muss man ja nicht machen. Platziere Möbel für die Herausforderung in der Bibliothek. Nee, ich möchte diese Aussage. Ich muss die hier wahrscheinlich. Wie design mein Möbel. Okay, ja, wir designen Möbel. Ja, ich nehme einfach mal den Tisch. Herausforderung ist ja schon krass. Weiß. Wir nehmen nicht weiß, wir nehmen. Also, wir machen oben vielleicht sogar so verspiegelt, hätte ich gesagt. Dass es so ein bisschen aussieht, als wenn der halt praktisch aus Glas wäre. Die Beine machen wir am besten schwarz. Okay. Metall. Nee, kein Glanz, sondern so massiv soll es aussehen. So. Was haben wir? Also ich will eigentlich auf dem Tisch keine Symbole draufkleben. Finde ich nicht cool, ehrlich gesagt. Ja. Das ist eine Blase. Wenn man die vielleicht so ein bisschen kleiner macht. So eine Ecke einfach so als Design-Ding. So, jetzt sieht es aus wie richtig der krasse Designer-Tisch. Ich drücke hier Knöpfe, die ich nicht drücken sollte. Okay. Ich habe einen wunderschönen Designertisch erschaffen. Was soll ich machen? Meinen Designertisch ausstellen. Was denn sonst? Was platziere Möbel für die Herausforderung, indem du Y erwähnst und Möbel gehst und dekorierst, interagiere mit dem Schaufenster, Puppen in der Ecke. Denk daran, du kannst Möbel, Kleidung ohne einen Hauch mit Givi nutzen und heraus. Passt doch jetzt, oder? Ist mein Tisch nicht schön genug? Ich bin fertig. Kannst ja auch mein anderes Top anziehen, weil mein Top voll cool aussieht. So, und da kann ich auch noch mal meinen Tisch ausstellen, wenn ich das glücklich mache. Ich bin gerade verwirrt. Muss ich zu mir nach Hause gehen und da irgendwas ausstellen? Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt, aber es ist auch 4 Uhr morgens von dem her. Oh, schaut mal, der Baum wächst. Süß. So. Darf ich jetzt mein
eigendesignten Tisch auswählen. Alles anpassen. Ich hätte gerne meinen schönen Tisch hier stehen. Soll ich ein Foto machen wieder? Ah, okay. Dann machen wir mal ein Foto. Objekte, ich möchte die nicht ausblenden, die sind nämlich ganz toll, meine Objekte. Platziere für die Herausforderung, indem du Y auswählst, zum Minimöbel gehst und die Ecke des Herausforderungsbereichs. Ach, ich muss das eine Ecke in der Boutique dekorieren. Okay, dann machen wir an der Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Disney Dreamlight Valley. Bis dahin.